Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem aktuellen Interview der Woche. Ich habe mir heute zwei Gäste ins Studio geladen. Das ist Pamela Buckenhagen. Sie ist Geschäftsführerin des Unternehmerverbandes Mecklenburg-Schwerin und den Präsidenten Rolf Paukstadt. Sie stehen hier stellvertretend für die drei Unternehmerverbände des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Die haben zusammen eine Pressemitteilung herausgegeben. Und die Pressemitteilung, ich lese es kurz mal vor, ist überschrieben: Wirtschaft erwartet praktikable Nachbesserungen bei den Unterstützungsmaßnahmen und schnelle Lösungen für noch offene Themen. Herr Paukstadt, Sie haben mit den Unternehmen gesprochen im Lande, also nicht nur Sie, sondern natürlich ganz viele die Mitarbeiter des Unternehmerverbandes, der Unternehmerverbände. Was ist dabei rausgekommen? Ja, ich denke mal, als erstes möchte ich meinen Dank sagen, das, was durch die Bundespolitik als auch durch die Landespolitik hier entschieden wurde, um im Grunde genommen die Krise zu bewältigen und darunter natürlich auch der Schwerpunkt Wirtschaft. Das ist eine ganz tolle Geschichte, die dort entstanden ist. Und dafür mein Dank, dass diese Entscheidungen schnell und unbürokratisch getroffen worden sind. Natürlich ist das wie immer im Leben. Wir haben natürlich den Wunsch, und das ist auch Ausdruck dessen, was ich mitgenommen habe in den Gesprächen mit den Unternehmern. Wir messen das natürlich immer am Ergebnis, weil wir haben eine kleine mittelständische Wirtschaft hier im Land, die im Durchschnitt maximal bis zu 8, 9 Beschäftigte hat. Und damit sind natürlich die Probleme noch gravierender als im Allgemeinen in der bundesdeutschen Wirtschaft. Und insofern muss die Hilfe, die hier eingefordert ist, auch relativ schnell ankommen. Und da haben wir natürlich das Empfinden, viele Anträge sind gestellt, aber das Ergebnis, dass dieses Geld auch bei den Kleinstunternehmern und überhaupt bei den Unternehmern angekommen ist, da gibt es natürlich noch Defizite. Frau Buckenhagen, das ist die erste Forderung hier auch in Ihrem, man kann es ja Brandbrief nennen, und zwar individuelle Expresshilfen und die sogenannten Einzelfallprüfungen halten der Realität nicht stand. Das ist ja ein knallharter Vorwurf. Ja, wir haben jetzt ja eine ganze Reihe von Maßnahmen, auf die auch alle Unternehmen gehofft haben. Für die verschiedenen Unternehmensgrößen wurde was auf die Beine gestellt. Nun gibt es Ausnahmen, es passt nicht für alle Unternehmen. Und dieses Kriterium Unternehmensgröße kann nicht das alleinige Kriterium sein für die Bedürftigkeit. Wir haben festgestellt, dass gerade Branchen, die schließen mussten, bedürftig sind, ob sie 10, 100 oder 1000 Mitarbeiter hätten. Da potenzieren sich eher die Probleme und die Dimensionen ganz schnell. Das war eine Forderung, also auch Sonderlösungen für Sonderfälle zu finden. Und es gab dann letzte Woche die Ankündigung, dass es da Hilfen geben soll, die sogenannte individuelle Expresshilfe. Darauf haben jetzt einige Unternehmer gehofft, weil sie sonst aus allen Rastern rausfallen und völlig verzweifelt sind, nicht wissen, wo sie noch in Unterstützung kommen. Und die Praxis zeigt, dass wir uns gefragt haben, wer organisiert dann jetzt die individuelle Expresshilfe, und die ersten Erfahrungen sind, das hat die Regierung vergeben an einen externen Dienstleister, der aber auch nichts weiter macht, als zu den schon eingesetzten Unterstützungsmaßnahmen zu informieren, die auch die Unternehmer ja kennen, Soforthilfe oder Kredit. Und für viele kommt eben Kredit gar nicht in Frage, weil sie den gar nicht zurückzahlen können. Und sie möchten andere Lösungen. Und dazu gibt es keine Lösung. Und da hilft auch die individuelle Beratung nicht, weil man immer wieder verweist auf die schon vorhandenen Instrumente und keine neuen mehr auflegt. Aktuell ist dort Ruhe. Und das war eigentlich unser Wunsch, da auch Lösungen zu finden für Leute, die einfach sonst rausfallen und einfach nächste Woche auch vielleicht nicht mehr da sind. Ich habe gehört, dass diese individuellen Lösungen in Berlin relativ gut geklappt haben. Berlin, diese riesige, chaotische Stadt, von der man ja sonst immer hört, sie kriegt nichts richtig organisiert, hat da relativ schnell geholfen, auch wirklich, wie es diese Wort auch sagt, Expresshilfe. Herr Paukstadt, wenn Sie mit den Unternehmern gesprochen haben, können Sie das wirklich bestätigen, dass diese Hilfen erst bei einem gewissen geringen Prozentsatz angekommen sind? Na ja gut, ich kann jetzt nicht die Prozentsätze jetzt hier kommentieren, sondern nur der Eindruck, der natürlich sehr subjektiv ist. Das heißt also, es gibt viele Unternehmer, die sagen, dass sie auf Geld noch warten und weil sie es auch benötigen. Und ich hatte das ja vorher schon gesagt, wir haben diese Kleinteiligkeit und damit sind natürlich die Bedarfe, was Finanzierungshilfen betrifft, natürlich noch intensiver. Und insofern meine Bitte, alles, was wir tun können, um diesen Prozess kurzfristiger zu gestalten, das heißt also die Bearbeiter zu verkürzen, ich sag mal so, dass das entsprechend unterstützt wird.
Und auch das hatten wir ja schon mal auch als Verband angekündigt, beziehungsweise die Kooperationspartner. Wir geben gerne auch Unterstützung mit unseren Strukturen. Wir haben auch viele Beratungsunternehmen, die dort auch mitwirksam werden können. Und ich biete hier der Landesregierung auch meine Unterstützung, beziehungsweise die des Verbandes, hier nochmal ganz ausdrücklich an. Ja, ganz klare Worte, Herr Paukstadt. Sie hatten es ja schon gesagt, Mecklenburg-Vorpommern besteht ja natürlich aus kleinen und mittelständischen Betrieben und natürlich kleinsten Unternehmungen. Das sind oftmals ja Ein-Mann-Betriebe und die sind jetzt auch direkt davon betroffen, zum Beispiel natürlich zum sozialen Härtefall zu werden. Und das ist die zweite Forderung, dass Sie sagen, Frau Buckenhagen, in Ihrem Schreiben, die soziale Absicherung der Selbstständigen nur über die Grundsicherung geregelt. Das wäre ein fatales Signal an die Unternehmerinnen und Unternehmer im Land. Ja, das ist ein fatales Signal. Man sieht jetzt die Schwächen unseres Staates. Es ist sicherlich auch Dinge, die man jetzt deutlicher sieht, als dass man sie vor in den Zeiten sehen konnte, als alles gut lief. Dann beschwert sich keiner. Aber jetzt sieht man, dass für Arbeitnehmer alles gut geregelt ist. Es gibt das Arbeitslosengeld, es gibt die Grundsicherung, es gibt das Kurzarbeitergeld. Der Unternehmer, der mit seinem privaten Risiko in alles hineingeht, dem bleibt aktuell nur die Grundsicherung. Und deswegen ist das auch eine Forderung, dass diese Soforthilfen, die ja als nicht rückzahlbare Zuschüsse gegeben werden, auch wenigstens anteilig für das Finanzieren des Lebensunterhaltes verwendet werden. Auch ein Unternehmer braucht ein monatliches Einkommen, um sein Leben zu unterhalten, auch seine eigenen Kredite, Mieten und sonst was zu zahlen. Und das kann er nicht aus der Soforthilfe nehmen. Und das ist für viele auch ein Riesenproblem. Und da bleibt dann wirklich nur der Weg zum Jobcenter und Grundsicherung zu beantragen. Herr Paukstadt, Sie sind als Präsident ja ehrenamtlich im Amt. Das heißt, Sie sind im ersten Beruf auch Unternehmer. Waren Sie jetzt schon beim Sozialamt und haben Hartz IV beantragt? Nein, also ich denke, die Wirkung ist ja sehr differenziert. Und ich sage mal, in dem Bereich, in dem ich tätig bin, wir sind im Moment von der Krise nicht unmittelbar betroffen. Insofern, ich sage es mal so, ist dieses Thema für mich nicht präsent. Aber ich weiß natürlich auch aus eigener Erfahrung, weil ich habe auch zwei Beratungsunternehmen, wie hart das treffen kann, wenn ich alleine dieses Unternehmen führe, als Beispiel, und mir brechen die Einnahmen weg und ich habe keine persönlichen Reserven zurückgelegt, dann wird das ganz, ganz schwierig, weil ich habe die Kosten des Büros, ich habe die Steuern zu tragen, ich habe Mieten zu zahlen, ich habe möglicherweise auch das eine oder andere an Dienstleistungsaufträgen. Und dieser Verpflichtung muss ich natürlich nachkommen. Und entweder ich kann das aus dem persönlichen Bereich dann dieses Geld zur Verfügung stellen, was in den beratenden Berufen oftmals schwerlich möglich ist, weil dort wird nicht so viel verdient, als dass ich jetzt massiv Geld zurücklegen kann. Und insofern besteht natürlich gerade bei diesen sehr, sehr großer Handlungsbedarf. Und das ist mir auch signalisiert worden, es bestehen doch ganz erhebliche Existenzängste in der aktuellen Situation. Das dritte Thema ist auch ein sehr hochspannendes Thema, weil es natürlich jene Unternehmen betrifft, die Ausbildung in Mecklenburg-Vorpommern realisieren. Das sind auch Unternehmen, die einen Lehrling haben, zwei Lehrlinge. Aber es gibt auch Unternehmen, gerade im Gastronomiebereich, die jetzt zum Beispiel unmittelbar betroffen sind, die manchmal natürlich in ihren großen Häusern Dutzende Auszubildende haben. Und deswegen heißt es hier als dritte Forderung von den Unternehmerverbänden aus Mecklenburg-Vorpommern, dass die Unternehmen und überbetriebliche Ausbildungseinrichtungen unterstützt werden, um die Berufsausbildung sicherzustellen und zu finanzieren. Was steht dahinter? Können Sie uns das noch mal kurz zusammenfassen, Frau Buckenhagen? Ja, also wir reden jetzt aktuell bei all dem, was wir jetzt so geschildert haben, gerade von den Unternehmen, die in den Branchen unterwegs sind, die schließen mussten. Und das sind meistens auch Branchen, die stark aus dem Dienstleistungssektor kommen, viel Personal haben und deswegen auch nicht so viel zurücklegen konnten. Das ist auch das Thema, was Herr Paukstadt eben ansprach. Also diese Rücklagen sind genau in diesen Branchen eigentlich gar nicht da. Man lebt eigentlich so richtig von der Hand in den Mund, auch in normalen Zeiten, und kann sich diesen Ausfall jetzt nicht leisten. Und für viele von diesen Unternehmen kommt jetzt noch ein weiteres Problem, das ist die Ausbildung. Wenn ich ein, zwei Lehrlinge habe, ist das vielleicht alles verkraftbar, aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die haben eine ganze Reihe von Lehrlingen, die sind jetzt nicht in der Ausbildung, die schließen mussten, die können die Ausbildung eigentlich nicht sicherstellen. Man kriegt aus der Berufsschule oder von auch den Kammern die Hinweise, gibt Aufgaben zu Hause und so weiter, aber das kann man ja auch nur begrenzt aufrechterhalten, wenn die Lehrlinge zu Hause sitzen und der ganze Betrieb geschlossen ist. Also man kann nicht umsetzen, man kann die schlecht einsetzen, also
die Ausbildung ist eigentlich inhaltlich nicht sichergestellt. Das ist ein Thema. Wie gehe ich damit um? Denn Ausbildungsinhalte nach Vertrag müssen ja auch erfüllt werden. Das ist aber ein bundesdeutsches Thema. Ausbildung ist nach Berufsbildungsgesetz eben auf der Bundesebene geregelt. Und da tut sich so aktuell nichts so richtig, was den Unternehmen oder den Unternehmen helfen könnte. Und ein zweites Thema für die Unternehmen, die viele Lehrlinge haben, ist auch die Finanzierung. Die haben null Einnahmen, müssen aber ihre Lehrlinge weiter bezahlen. Erst nach 6 Wochen greift Kurzarbeitergeld. Und das ist für keinen von beiden befriedigend. Sowohl der Azubi kann von 60% Kurzarbeitergeld schlecht seinen Lebensunterhalt bestreiten, als auch das Unternehmen kann für meinetwegen 20 Lehrlinge das 6 Wochen vorfinanzieren, ohne dass da auch Möglichkeiten jetzt bestehen. Und deswegen unsere Forderung, Ausbildung in Branchen, die schließen mussten, muss man anders angucken. Und dort, wo die Dimensionen größer sind, muss es auch eine volle Finanzierung geben der bestehenden Ausbildungsvergütung für die Zeit. Ja. Herr Paukstadt, nun ist ja Kurzarbeitergeld auf den Weg gebracht. Sie haben es ja in Ihrem Dank ja am Anfang ausgedrückt, dass dadurch auch sehr gehandelt wurde. Azubis ist aber so ein offenes Thema und da hat man natürlich den Eindruck, der Staat lehnt sich da zurück und sitzt das ein bisschen aus. Können Sie diesen Eindruck teilen? Naja, wenn Sie das, ich will jetzt nicht sagen, das aussitzen, also zumindest ist erkennbar, dass wir nicht die Lösung haben, die die Wirtschaft tatsächlich für diese Situation benötigt. Insofern haben wir Handlungsbedarf und ich möchte nur in Erinnerung bringen, wir haben die Frage Ausbildung immer als eine wesentliche gesellschaftliche Aufgabe auch unserer Unternehmen angesehen. Und jetzt haben wir eine andere Situation, sodass wir schon sagen, dass diese Anerkennung als gesellschaftliche Aufgabe, das heißt also die Ausbildung, dass das auch entsprechend für die Unternehmer in dieser schwierigen Situation auch mit anerkannt wird und es dafür Lösungen geben muss, die angezeigt werden müssen. Herr Paukstein, nun kann man natürlich auch sagen, der Unternehmerverband geht hier ganz schön rasant und rabiat vor. Das kennt man von den Kammern und Verbänden nicht so sehr. Wo bleibt denn da Ihre staatspolitische Verantwortung, wenn Sie dann auf der anderen Seite vielleicht aus der Corona-Krise am Ende eine riesige Schuldenkrise für den Staat wird? Muss der Unternehmerverband, gerade Sie als Präsident, nicht da ein bisschen staatstragender auftreten? Nein, ich denke mal, unsere Aufgabe ist es ja, die Probleme, die in der Wirtschaft bestehen, tatsächlich zu transportieren an diese Politik. Und ich denke, diese Aufgabe, die haben wir umfänglich gelöst und ich glaube auch sachlich gelöst. Wer soll die Probleme anzeigen, wenn nicht wir? Und ich sage einfach so, gerade der Unternehmerverband oder die Unternehmerverbände, dadurch, dass wir hier eine Freiwilligkeit haben, haben wir auch die Voraussetzung, dass die Probleme auch direkt an uns herangetragen werden. Und wir transportieren diese weiter, bringen Vorschläge für Lösungsansätze und natürlich die Entscheidung können wir nicht treffen, sondern wir können nur die Probleme aufzeigen. Und das soll keine Kritik sein, sondern es soll einfach ein Ansatz sein für zukünftige Lösungsansätze. Und deswegen wiederhole ich, auch da stehen wir weiterhin gern zur Verfügung. Und ansonsten, alles was nach der Krise kommt, ist ja ein Thema, was sehr wesentlich wieder bestimmt wird durch die Wirtschaft. Es geht darum, Arbeitsplätze zu sichern. Das heißt, insofern müssen die Unternehmer geschützt werden, damit sie in der Zeit nach der Krise auch wieder ihrer gesellschaftlichen Aufgabe nachkommen, Arbeitsplätze für das Land oder für auch den Bund insgesamt zu sichern. Wir hören es jetzt überall, dass die Zeit nach der Krise ja schon geplant wird. Es gibt ja die verschiedensten Strategien, die ja vor allen Dingen in den Medien da schon diskutiert werden von den Experten. Der Staat selber in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch die Bundesregierung ist dann auch relativ zurückhaltend. Man will erstmal Ostern abwarten, natürlich will auf die Zahlen gucken, was die Corona-Infektion anbelangt und dann reagieren. Was erwarten Sie jetzt aber hier von der Wirtschaft? Einen offenen, transparenten Prozess? Ja, erstens kann ich diese Zurückhaltung verstehen, weil natürlich keiner weiß, wie lange diese Krise tatsächlich dauern wird. Aber ich glaube, und das ist ganz wichtig, dass natürlich auch die Unternehmen planen müssen für die Zeit, die danach zu bewältigen ist. Und insofern ist es ganz wichtig, so wie man das jetzt zum Beispiel in Österreich sieht, dass dort also erkennbar ist, wie könnte diese Lösung aussehen? Ich denke mal zum Beispiel kleinere Unternehmen wieder aufzumachen, dass man das anzeigt, dass diese Unternehmen, die das dann möglicherweise betrifft, dann auch in der Lage sind, auf diese Prozesse sich dann entsprechend wieder vorzubereiten, damit wir also, wenn die Wirtschaft wieder anlaufen muss, damit wir da keine Zeit verlieren. Es geht immer um Arbeitsplätze und es geht um Erhalt dieser Unternehmen. Und insofern meine Bitte, so wie Sie das schon angedeutet haben, wir müssen Transparenz zeigen und wir sind auch gerne bereit, uns an dieser Diskussion
mit zu beteiligen. Das habe ich auch nicht anders erwartet, Herr Paukstadt. Frau Buckenhagen, vielen Dank für dieses Gespräch an dieser Stelle. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, der Druck auf dem Kessel steigt. Es muss auch über Exit-Strategien gesprochen werden, Exit-Strategien aus der Corona-Krise, die ganz viele Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern unmittelbar betrifft. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.